Herzlich willkommen zur heutigen, zum heutigen Match zwischen Katharina Lackner und Harika Tronavalli. Ich muss noch einiges an den Einstellungen machen, bis wir natürlich dann auch die Spieler sehen. Das heißt, ich wechsle mal ganz kurz zur Spieleransicht und hier werde ich jetzt die beiden Spieler einbauen. Das geht leider nie früher, weil dort sich mit den Kameraeinstellungen immer einiges tut. Aber das wird jetzt sofort erledigt. Also bin ich auch gleich bei euch und wir werden gleich beide Spieler sehen, bevor es losgeht. Sind wir jetzt bei Zoom? Hier ist gerade wieder was Technisches passiert, was ich nicht vorausgesehen habe. Liegt daran, dass ich im Vollmodus nicht war. Und jetzt gehe ich nochmal auf Zoom und schaue mir an, was da gemacht werden muss. Tut mir leid für diese technischen Sachen, aber die Voreinstellungen funktionieren leider nicht durch die Bildschirmteilung und durch verschiedene andere Aspekte. Aber fangen wir an mit Katharina. Die ist zwar noch nicht am Platz, aber ich sehe sie bereits in dem Kästchen. Und dann kommt auch schon Harika und wir sind dann eigentlich startklar. Harika Lackner wird hier sein. Und zack, kommt nach unten. Und Harika kommt jetzt als zweites. Zack. Und die werden auch in ganz in Kürze ihre Partien starten. Also es geht ein paar Minuten auch los. Falls ihr schon irgendwie wisst, beziehungsweise einen Favoriten habt, könnt ihr das mir gerne im Chat mitteilen. Ich persönlich vermute, ich denke, dass Lackner die Favoritin objektiv ist, aber Online-Schach hat auch manchmal seine eigenen Gesetze. Deswegen möchte ich nicht darauf wetten, dass es am Ende dann auch für Katharina zum Sieg ausreicht. Und daher, okay, ich habe jetzt beide Spielerinnen, zwar jetzt nicht optimal, so wie ich sie haben will. Aber in der Fassung, wie ich denke, dass es besser ist. Aber die gucken auch nicht wirklich so in die Kamera, wie ich sie gerne in der Kamera hätte. Das ist das Problem. Ich mache sie etwas größer, aber die eigenen Namen stehen davor und stören. Ich weiß aber auch nicht, wie ich sie wegkriegen kann, weil die sind automatisch gegeben. Jetzt ist Katja gut zu sehen, das ist schon mal gut. Die Namen allerdings werden bleiben. Aber richtig gut in die Kamera gucken die beiden ja nicht. Da kann ich aber nichts dran machen, weil letztendlich das nicht meine Schuld ist. Dennoch, erstmal begrüße ich alle herzlich und es wird auch in Kürze losgehen. Wie gesagt, bei den Namen in der Kameraeinstellung kann ich nichts machen, weil die sind da und ich kann sie auch nicht ausblenden. Ich gucke mal, ob ich das kann. Ich kann nichts machen, nee. Da ist nichts möglich. Bei Harika ist es alles ziemlich dunkel und bei Katja geht es gerade so. Harika, again you are leaning too much forward. Can you just turn the camera? One second. Yes. Can you take the camera a little bit down? Ja. Und ansonsten ja. Yes. Ich erkläre euch mal ganz kurz das Format, bevor die beiden loslegen. Also wir haben jetzt nur noch zwei Leute, also Quatsch, nicht zwei Leute. Wir haben jetzt nur noch vier Spielerinnen im Halbfinale und zwar haben wir heute die Gegner zwischen Katharina Lackner und Harika Tronavalli. Katharina Lackner ist zurzeit die stärkste Spielerin Russlands, also zumindest auf der Liste. Okay. Und Harika Tronavalli ist die Nummer zwei Indiens. Hamdi Konnavu, die allerdings im ersten Match gegen Asobaiba ausgeschieden ist. Und die Siegerin zieht ins Finale ein und wird dann auf ihre Gegnerin am Samstag treffen, also übermorgen. Und morgen übrigens findet dann der Kampf zwischen Huifan und Lei Tingxia statt, also zwei Chinesen,
Die spielen, soweit ich weiß, West darf ich nicht lügen, die spielen 13.30 Uhr deutsche Zeit. Könnte 13 Uhr sein, ich glaube aber 13.30 Uhr wird aber auf jeden Fall nochmal angekündigt. Und das Finale wird am Samstag stattfinden. Wie viel Uhr, weiß ich nicht. Nur dadurch, dass eine Chinesin im Finale sein wird, automatisch durch die Halbfinalistenpaarungen, werden wir höchstwahrscheinlich auch wieder früher beginnen. Und zwar irgendwas vermute ich bei 13, 13.30 ebenfalls. So, das bedeutet heute das erste Halbfinale, morgen das zweite Halbfinale und am Samstag dann das Finale. Zum Format, es waren anfangs 16 Spielerinnen, jetzt sind es nur noch 4, das heißt, wir haben das klassische Halbfinale erreicht und wir werden die ersten 75 Minuten 5+1 erleben. Dann in den nächsten 45 Minuten spielen die beiden in der Zeitkontrolle 3+1 gegeneinander und die letzten 25 Minuten 1+1. Das heißt, wir haben in höheren, also in Anführungsstrichen haben wir langsames Blitz, wir haben schnelles Blitz und wir haben Bullet, also eigentlich kein Blitz mehr in der Hinsicht, sondern wirklich ja, Bullet-Schach. Und ja, wer am Ende die meisten Punkte hat, der zieht dann logischerweise ins Finale ein. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, die Spielerinnen spielen um einen Gesamtpreis von, also die Siegerin erhält $20.000, die Zweitplatzierte $12.000. Das heißt, die Siegerin dieses Matches geht auf jeden Fall mindestens mit $12.000 nach Hause und die Verliererin muss sich mit $5.000 begnügen. Aber dennoch, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Geld, um das hier gespielt wird. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die beiden Spieler. Die sind jetzt auch in den Startpositionen. Das sollte auch jetzt jeden Moment losgehen. Gucke mal auf, es ist schon losgegangen, so wie ich sehe. Das liegt aber daran, so. Genau, wir haben in der ersten Partie, ich muss noch mal ganz kurz das Schachbrett richten, das hat sich wieder etwas verschoben. Nicht zu meinem Gunsten, einen klassischen Italiener und ich sehe gerade, ich muss ganz kurz noch mal die Bretter wechseln, dann wird es auch stimmen. Ja, jetzt stimmt's. Wir haben einen klassischen Italiener und zwar mit Läufer C4, Läufer C5. Also für Katja ist das eine ziemlich bekannte Stellung, denn sie spielt ihr Leben lang E4, E5. Harika spielt sowohl E4 als auch D4. Für sie E4 wahrscheinlich hier spezifische Vorbereitung auf ihre russische Kontrahentin. Aber bis jetzt gibt es nicht so viel zu sagen zur Stellung. Man sollte natürlich hier sich vor A schlägt B5 in Acht nehmen, weil es manchmal solche Abzüge gibt mit Läufer schlägt F2 und der Top auf A1 hängt. Entschuldigung. Hier mit dem Zug D4 wird auch die Diagonale des Läufers erstmal zugemacht und letztendlich ist der Plan von Weiß im Zentrum zu spielen und Schwarz drückt mit C5 dagegen. Jetzt ist der Zug D5 gar nicht so schlau, denn dann folgt C4 und letztendlich ist das Feld C5 nur schwach. Deswegen ein sehr guter prophylaktischer Zug von Harika, hier einfach Läufer C2 zu spielen und das Zentrum weiterhin intakt zu halten. Dankeschön. Ja, Lakhnu ist auch, denke ich, Pawnmarsch Destroyer hier die Favoritin, aber das ist im Schnellschach bzw. vor allem in Online-Schach eine andere Hausnummer. Also das sollte man nicht ganz unterschätzen. Ich mache mal jetzt Katja ein bisschen besser an die Kamera, weil die hat sich schon wieder gedreht. Und bei Harika kann ich wahrscheinlich nicht viel machen, weil Harika nicht wirklich in der Kamera ist. Also mit ihrem Gesicht. Mehr ging nicht. So, Läufer E3, das stärkt natürlich auch den Punkt D4, denn dieser ist etwas ja, unter Beschuss durch den Läufer auf A7, also man muss sich davor natürlich in Acht nehmen. Es folgte B4. Ja gut, die Idee von B4 ist erstmal, wir gewinnen ein bisschen Raum von Schwarz, wollen dann eventuell sogar mit A5 den Bauern festigen. Und das kam auch so und letztendlich, ja, das Spiel geht hier Richtung Zentrum. Eine Idee von Weiß könnte damit D2 und Turm D1 sein mit Druck auf D7 und indirekt auf D6.
Und man sollte sich halt überlegen, irgendwann das Zentrum zu tauschen. Aber auch Läufer B3 macht Sinn, denn der Läufer ist auf dieser Diagonale definitiv die stärkere Figur. Turm C8, wahrscheinlich Dame D2 und Turm D1 dieses Zyklus sind alle automatisch, aber Schwarz hat ein bisschen Probleme, hat Schwarz, denn das Problem ist einfach, dass der Läufer sehr stark ist und die Diagonale, das Feld D5 ist etwas geschwächt und der Bauer auf D6 ist halt auch etwas wackelig. Also wenn Schwarz es schafft, hier D5 zu provozieren, ist das für Schwarz eine gute Sache, weil dann der Läufer nicht mehr so stark ist und der Druck im Zentrum schwindet. Deswegen tut auch hier Katharina Lackner auf dem Punkt E4, eventuell irgendwann Turm E8, da muss ich etwas vor F7 in Acht nehmen, aber dennoch sollte das hier im ausgeglichenen Bereich immer noch liegen. Zeitlich hat Harike ein bisschen die Nase vorn, das bedeutet natürlich jetzt nicht viel, denn sie haben immer noch genug Zeit. Oh, das Opfer, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Die Frage ist natürlich, wie stark es ist, aber das Problem ist, nach Schlagen hängt der G6 durch den gefesselten Bauer aufgrund dieser Diagonale. Das ist leider erstmal ein Fakt und wenn ich versuche, zum Beispiel die Diagonale zu schließen, also das heißt hier nach GH6, Dame H6, eventuell D5 interessant, dann hängt es erstmal nicht, aber dann ist der Bauer auf E5 auch weich. Das heißt, so viele Alternativen gibt es nicht. Nach Schlagen müsste ich den G6 ziehen, aber der hat keine guten Felder, außer nach H8 oder, nee, der könnte nach F4, das ist wahrscheinlich noch die beste Möglichkeit. Und dann nach GH6, Dame H6, Springer F4, eventuell Springer G5. Also rein für eine Blitzpartie würde ich meinen, ist das eine sehr gute Sache, die hier Harika gespielt hat. Also ich denke, das Opfer ist korrekt und super gefährlich. Deswegen wurde es auch von Katharina abgelehnt. Jetzt ist allerdings die Frage, kann ich Läufer schlägt G7, König G7, Springer F5 Schach? Der König meines Erachtens muss irgendwie nach unten ziehen und dann Dame H6 spielen. Dann könnte man das Matt G7 allerdings mit Dame F6 noch gut abwenden. Deswegen hat sich Harika gedacht, okay, ich habe den Bauer gewonnen, warum nicht? Ich ziehe zurück und muss hier gar nichts opfern. Eigentlich praktisch gesehen auch eine sehr kluge Entscheidung. Dame F6 nach Springer H5 muss diese eigentlich wieder ziehen. Natürlich bringt es jetzt auch nicht so viel, weil der Punkt D5 dann etwas weich ist. Eventuell interessant, denke ich, hier zur Vereinfachung ist so ein Zug wie Läufer D5 an irgendeiner Stelle. Jetzt natürlich nicht mehr so ganz so einfach bei der A4 hängt. Aber Turm D1 ist natürlich auch vernünftig, denn irgendwann möchte ich vielleicht doch mal nehmen. Nicht sofort, jetzt funktioniert es halt nicht. Und dann die Damen tauschen. Springer G5 entlastet ein bisschen den E4. Man kann auch nicht schlagen, weil nach Läufer G5 der Turm hängt. Das heißt, hier droht schon Springer, schlägt H7 nebst Läufer G5 und diese Drohung ist sehr unangenehm. F7 hängt auch. Eigentlich steht man schon klar auf Verlust, denn jetzt ist auch nach Läufer G5 die Qualität weg, die sie auch nehmen wird. Die Dame hat nur noch auf E5 ein Feld und jetzt zum Beispiel schlagen und Läufer schlägt F7, sieht sehr vernünftig aus. Man muss ein bisschen aufpassen vor D3 und Dame schlägt G3 Ideen, aber sonst ist eigentlich nicht viel los. Zeitlich sieht es auch für Katja nicht besonders gut aus. Aber letztendlich hier, was soll sie machen? Jetzt Läufer F7 einfach. Eine Möglichkeit. Geht aber vielleicht Springer F4 mit ein bisschen Druck. Die andere ist, naja, Springer F5 ginge wahrscheinlich auch, weil der E4 nie so richtig hängt durch die Festung. Und dann kann man mit Dame G5 einfach fortsetzen. Aber ja, Läufer F7 wird es sein oder Springer F5 einen anderen vernünftigen. Läufer D5 ist auch sehr schlau. Aber natürlich möchte Schwarz nicht die Läufer tauschen, denn das ist die einzige praktische Chance, die sie hat. Jetzt hat sie schon zwei Bauern für die Qualität, nenne ich ganz, weil einer hing auf H6. Nicht
Nichtsdestotrotz steht Weiß immer noch klar besser, aber ein bisschen Chancen behält Schwarz nach wie vor. Läufer C5, Springer schlägt D4, Läufer schlägt A4, oh oh oh. Jetzt ist das Problem, der kann nicht ziehen, deswegen muss Springer F3 zwischenzukommen. Dame G3 sieht gut aus, bringt aber... wahrscheinlich hätte es nicht so viel gebracht. Springer G5 Schach, der F7 hängt, das sieht nicht gut aus. Läufer schlägt F7 und Läufer schlägt G6, ist die einfachste Möglichkeit. Dann droht auch noch Springer E6 Schach, also verloren ist es allemal. Hier einfach, ja, würde ich sagen, Turm schlägt D1, die einfachste Möglichkeit hier den Sieg davon zu tragen. Haben die jetzt schon, naja, Pawn Must Destroy, sind wir ehrlich, so wichtig wird Schwarz hier nicht bevorzugt, abgesehen davon ist es gleich Matt, Springer H7 Schach und Springer schlägt F6. Das Ganze ist vorbei. Ein sauberer Sieg für Harika. Aber jetzt haben wir das Ganze mit Weiß. Und es hat sich schon wieder verschoben. Ach, herrje. Das Brett muss ich wieder bearbeiten. Wird aber sofort erledigt. Warum sich das Brett verschiebt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hoffe, das bleibt irgendwann stabil. So, jetzt haben wir die klassische Perk-Verteidigung für Harika, eigentlich etwas überraschend, zugegebenermaßen. Gehen wir mal auf Brettstellung drehen, dann ist es auch klar. So. Normalerweise ist Katja diejenige, die Perk mit Schwarz spielt. Dass es hier mal andersrum ist, ist etwas überraschend, aber heißt ja nicht viel. Hier in der Stellung ist es sehr typisch für Weiß, eventuell später mit einem Königsangriff zu starten. Die andere Alternative ist, positionell mit H3 zu spielen. Ist gegen Springer G4 gerichtet und gegen Läufer G4 vor allem. Und Schwarz versucht sein Glück auf den schwarzen Feldern, vor allem im Zentrum. Das Zentrum wird geschlossen, das finde ich eigentlich ganz gut für Schwarz, denn die Pläne sind für Schwarz immer relativ überschaubar. Springer E7, die andere Alternative wäre Springer B8 und Springer D7 zu spielen. Und dann gibt es solche Ideen wie Springer H5, Springer F4, das ist vielleicht sogar jetzt in der Stellung gerade sehr interessant. Weil, gut, es kam Springer D7 mit der Idee F5, aber wie gesagt, statt Springer D7, Springer H5 wäre interessant gewesen, nach G4 einfach Springer F4. Wenn geschlagen wird, hängt es auf B2. Das heißt, man kriegt den Bauern wieder. Wollte Harika nicht, ist auch in Ordnung. Springer D7, Idee F5. Den Springer nimmt man normalerweise nicht, weil das ist, wie gesagt, die Struktur ist zwar danach für Schwarz etwas wackelig, dennoch ist dieser Läufer einfach zu wichtig für die schwarzen Felder, deswegen wird der Springer eigentlich fast nie genommen. Turm G1, manchmal gibt es Ideen wie Springer G3, Springer F3 und man nutzt den Umstand aus, dass es eine Gegenüberstellung gibt. C6, sehr typisch, ein Bauer, der sich in meinem Lager befindet, ist immer gut abzutauschen, gibt mir mehr Platz. Deswegen ist auch C6 völlig begründet. Jetzt kann man überlegen, ob man einfach nimmt und nach Springer D5, Springer D5, Dame D5, Läufer E6 spielt und sich ganz einfach entwickelt. Und so kommt es auch. ED5 macht man ungern, weil dann mit F5 natürlich irgendwann man das Feld E4 nicht kontrollieren kann. Jetzt vermutlich Läufer E6. Vor Dame B7 muss man keine Angst haben, weil der B2 auch etwas wackelt. Also Schwarz steht hier wieder ganz gut, also ich denke auch hier hat Katja nicht wirklich was aus der Öffnung rausgeholt. Und jetzt zum Beispiel D5, das ist ein typischer Zug, wenn man versucht im Zentrum zu spielen. Springer G5 ist hier interessant, weil im Endeffekt man muss versuchen einen Läufer abzutauschen, das kam auch.
Jetzt kann man den nicht ziehen, weil er D5 hängt und man muss sich damit begnügen. Vielleicht war D5 ein bisschen verfrüht, allerdings, wenn man nicht D5 gespielt hätte, zum Beispiel einen anderen Zug gemacht hätte, dann käme man wahrscheinlich lange auch gerade und hat ein bisschen Druck auf D6. D4 macht das Zentrum zu, allerdings nach Schlagen, zum Beispiel Läufer D2 ist der E6 etwas weich, aber der H4 ist auch nicht in bester Verfassung. Genommen jetzt Läufer D2. Also Schwarz hat den Vorteil des Raumverteils, Weiß hat den Vorteil der besseren Bauernstruktur. Was am Ende das Bessere von beiden ist, das wird sich rausstellen. Dennoch unklar, welche Farbe ich hier haben würde. Wollen. Sehr unklar. B5 verhindert zum Beispiel Dame C4, Dame B3 ist zwar nach wie vor möglich, aber man muss sich auch überlegen, wohin mit dem König. Vielleicht sogar König F1, König G2, eine interessante Idee. Allerdings nicht sofort, weil Dame H4 etwas unangenehm werden könnte. Wenn man hier die Damen tauscht übrigens, ist das klar zum Vorteil von Weiß, weil Weiß da natürlich noch mehr auf diese Bauernstruktur spielen kann. A4, guter Zug, denn wir befragen diese Bauern oder diese Kameraden wohin des Weges. B4 klappt nicht und die weißen Felder sind halt die, die etwas schwach bei Schwarz sind. Also ich würde schon sagen, dass Weiß praktisch gesehen hier angenehmer steht. Praktisch gesehen, aber objektiv definitiv nicht besser. Gibt es denn hier eine allgemeine Meinung bzw. eine Vorhersehung, wer gegen wen im Endspiel spielen wird? Was denkt ihr? Wir hätten also noch das Match Shu Yifan gegen Lei Tingzhi, die beiden Chinesen, die morgen gegeneinander spielen, und das Match von heute. Welche Paarung wünscht ihr euch oder welche Paarung glaubt ihr, werden wir im Endspiel sehen? Könnt ihr schon mal wetten, weil ich bin ja auch noch morgen und übermorgen mit euch und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Oder wer die beste Prognose hat bezüglich des Endspiels. Jetzt kam H4, okay, natürlich nach wie vor kann Weiß sich sogar aussuchen, an welchem Flügel sie spielen wird. Allerdings C2 ist etwas weich, davor muss man immer sich in Acht nehmen. Dennoch hier ist halt ja der weiße Punkt C2, der wird auch gerade unter Beschuss genommen. Das ist die Frage, was man macht. C3 macht man ungern, weil es auch die D-Linie öffnet. Allerdings so Alternativen sehe ich nicht. König D1 ist das Problem, dass man wieder Turm A8 kommt und dann droht eventuell ein lästiges Schach. Man kann auch sagen, man schlägt erstmal hier raus und dann muss man sich wirklich vor Darmklick C2 auch hüten, denn dieser Bauer hier am Königsflügel spielt nicht so die übergeordnete Rolle. Aber ja, unklar, ich bin nicht sicher. Turm C1 hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Der Damentausch wäre für Weiß absolut ideal, weil dann kann ich mit König D3 den einfach gut decken und natürlich mich um die Schwächen kümmern. Aber das ist erstmal eine Traumvorstellung, die nicht so leicht zustande kommen wird. Turm F8 fixiert die andere Schwäche. Turm A1, ja, die A-Linie, die ist wichtig, die ist wahrscheinlich ziemlich wichtig. Jetzt wird wieder Turm C1 kommen. Oder Weiß spielt auf Gewinn und macht hier König D1. Allerdings, ja, mit dem Haken, dass dann der F2 weich ist, aber Katja spielt weiter. Jetzt nach Turm F8 könnte man F3 machen, das ist vielleicht sogar vernünftig. Wird auch kommen, denke ich, F3 einfach. Weil nach König E2, Turm C8 hat man dann wirklich eine Dreierwiederholung. H6, auch starker Zug, den habe ich gar nicht gesehen, diesen Zwischenzug. Denn letztendlich ist der König jetzt um einiges schwächer.
Turm A7. Und so langsam wird es ungemütlich, auch für Schwarz. Denn König E2 kommt und dann hängt der C2 auch nicht mehr so richtig gut, weil es dann diese lästigen Schachs geben könnte. G5 ist auch ein Zug, der noch Sinn macht. Zwar stelle die Bauern auf Schwarz, aber hier geht es natürlich auch um Raum, denn der Läufer kann nicht wirklich so gut ziehen, weil das Feld G7 dann schwach ist. Also langsam, denke ich, kriegt Weiß mehr Druck. Ich sehe schon, ihr seid heute nicht in der Prognosenstimmung, wer ins Endspiel einzieht. Aber ja, hier in der Partie würde ich zurzeit gerade Weiß favorisieren. Das natürlich nicht heißt, dass Weiß hier besser steht unbedingt, aber auf jeden Fall praktisch gesehen um einiges besser. Läufer E7, jetzt hängt es auf F2, F3, vernünftig. Jetzt natürlich ist fraglich, wie man den deckt. Man kann natürlich B4 machen, aber dann damit C4 das Endspiel, aber jetzt einfach Turm schlägt B5 und dann hängt der F3. Also ist nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Aber König E2 zum Beispiel ist eine ziemlich plausible Lösung. Turm schlägt B5, okay, sie geht ans Endspiel. Aber sie hat natürlich recht. Turm H8 und der H7 schwindet. Oder Ass König E2? Das ist hier die Frage. König E2 macht auch Sinn, denn der H7 schwindet so oder so. Oder König C2 sogar. Vielleicht Notkönig E2 hätte ich auch gemacht. Jetzt zum Beispiel Turm G3 und dann einfach Turm H8. Das wird auch so kommen, denke ich. König C2 und jetzt erstmal Turm schlägt H7. Jetzt droht Läufer B4. Das ist auf jeden Fall ein Zug, der ist auf der Prioritätenliste. König E2, Turm G2 und das Problem ist, nach König E1 kommt das Schach auf H4. Kann sie aus dieser Misere entwischen? Ich denke, sie hätte es gekonnt mit König E1. Und dann nach dem Schach auf H4 König D1. Jetzt wird es spannend. König D1, jetzt geht wieder das Gewürschtel los. Katja hat keine Zeit mehr, das ist natürlich nicht so besonders gut. Und Tarika ist entwischt. Aber es war auch schwierig mit dieser Zeit, hier das ganz klar zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich muss mal wieder das Brett drehen, damit es wieder passt mit den Bildern. Und wir sehen hier die Taimanov-Variante oder könnte auch ein Paulsen werden, je nachdem. G3. Springer F6. Interessant. Weil jetzt, wenn man den Springer nach C3 spielt, dann kann man nicht den Aufbau schaffen mit C3, D4, was man oftmals machen will. Und hier, das geht natürlich, das ist so eine Art, Alapin mit E3 ist auf jeden Fall spielbar, dann wird D6 gespielt und die Idee ist dann eventuell mit Schlagen, Springer A3, Springer C4 Manövern das Ganze zu spielen und den Springer nach E5 zu kriegen. Auf jeden Fall möglich und gut spielbar. Auch gerade und jetzt könnte man dann C4 überlegen und D5 ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Raum verteilt zu erlangen. Ob man den Bauern hält, ist halt die Frage. Aber C4 ist auf jeden Fall spannend. Kann man machen, würde ich vielleicht auch machen, aber es kam C3. Das ist halt mehr Harika, nicht so viel hier in der Stellung an konkreten Zügen zu machen. Mit C3 hat es eine sehr gute Auffangstellung und jetzt irgendwann werden wir solche Pläne wie Springer A3, Springer C4 oder Springer D2, Springer E4 sowas sehen.
Irgendwann allerdings würde ich denken, muss sie C4 und Springer C3 machen, um weiter voranzukommen. Sie muss überlegen, wohin mit dem Springer, und das ist nicht so einfach. So, jetzt wurde auch geschlagen. Jetzt überlegt man, okay, wenn man einen Bauern nimmt, hat man den Isolani, das will man nicht unbedingt. Mit dem Springer geschlagen und ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Man kann zwar jetzt auch einen Isolani erzeugen, aber es würde die weißen Felder zu sehr schwächen, deswegen sollte man davon Abstand nehmen. Die Idee von Läufer D7 eventuell schlagen und Läufer C6 und dann ist der Läufer auf dieser Diagonale. Das heißt, man kann jetzt echt überlegen, ob man so einen prophylaktischen Zug auch macht, um den Springer zu ziehen. Aber C4 ist hier natürlich auch ein guter Zug, denn indirekt hängt er auf D6, zum Beispiel Springer E7 wäre interessant. Und dann kann man noch nach Springer C6 einfach Läufer C6 machen und ich habe den gedeckt. Nach Springer E7 allerdings Springer B5 und Springer D6 auch nicht zu verachten. Ja, ich denke, Weiß steht auf jeden Fall etwas besser. Wie viel? Unklar, aber besser steht Weiß. Springer E7. Jetzt vermute ich, wenn nichts Taktisches geht, aber ich glaube, es geht nichts Taktisches. Zwar sieht man hier diese Gegenüberstellung, aber man kann sie nicht ausnutzen mit irgendwelchen Opfern, weil dann die Dame wieder decken wird. Deswegen Springer B5 und Springer D6 macht einen sehr vernünftigen Eindruck auf mich. Und jetzt fällt Springer D6 eventuell einfach Dame C7 und sagt sich, naja, noch ist nichts los. Springer E4 könnte eine Idee sein, dann ist der Druck auf dem Feld definitiv besser. Auch Läufer E3 ist ein guter Abtausch, weil dann natürlich das Feld D6 noch schlechter wird. Jetzt vermute ich Springer D6. Alternativen so wichtig gibt es auch keine zu Springer D6. Hängt auf B7, man muss das also bedienen. Damit B6 vermutlich nicht wegen Springer A4, damit C7 sollte kommen und dann kann man erstmal Läufer F4 machen, E5, nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann E5 provozieren, aber so leicht geht es nicht, weil dann hängt der. Jetzt zum Beispiel Springer E4 den anderen, das ist die Frage, jetzt nimmt den anderen. Und dann könnte eine Idee natürlich auch Läufer E3 sein oder gar, nee, jetzt wahrscheinlich Läufer E3, man will den nicht behalten. Oder Läufer F4 mit der Provokation, wenn E5 kommt, ist das Feld D5 schwach. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und jetzt zum Beispiel Läufer E3 als eine Möglichkeit. Opfern kann man überlegen, klappt aber, denke ich, noch nicht. Es droht eventuell Springer D5, Springer D5, CD5 und dann wird es ein bisschen wackelig. Das heißt, wird geschlagen. Jetzt kann man überlegen, sogar mit dem Bauern zu nehmen und das Feld D4 zu kontrollieren. Nach Turm schlägt E3 eventuell Springer D4 mit unklarer Stellung. Also FE3 ist wirklich zu überlegen, aber nicht im Stile von Harika irgendwelche Bauernschwächen zu erzeugen. Ich glaube, das mit Läufer F4 war nicht so clever, denn die Provokation E5 an der Stelle hat nicht so viel eingebracht. Springer D5, jetzt wird wahrscheinlich geschlagen, geschlagen. Und wenn man es schafft, die beiden zu tauschen, ist dieser Springer objektiv besser als der Läufer. Das heißt, es wäre eine Idee. Aber Turm C8 macht erstmal Sinn, um die Zehenlinien unter Schuss zu halten. Ich kann zwar mit Turm C3 dagegen wirken, aber das ist auch kein Beinbruch, denn ich habe ja genug Pferde im Stall, um die Zehenlinie weiterhin zu halten. Nach Turm C3 übrigens einfach Dame B6, glaube ich. So, ich mache mal hier das Licht an, es ist nämlich heute ziemlich dunkel. Ui. So.
Und Tarika überlegt. Gut, die Stellung ist nicht einfach. Springer C3. Dame B6, jetzt zum Beispiel Dame D2. E5 fängt er, ist die Frage. Wenn ich schlage, schlägt sie hier. Schlägt sie da, schlage ich da. Wie gut oder wie schlecht, das ist unklar. Hätte man auf jeden Fall überlegen können. Wäre interessant gewesen. Wollte sie nicht. Gut, Turm B1 war vielleicht nicht so klug, weil Läufer F5 doch unangenehm ist. Das musste nicht sein. Läufer E4, okay, Abtausch. Dann sind natürlich die weißen Felder etwas wackeliger. Turm C3 geht noch nicht, kann man aber solche taktischen Sachen kann man manchmal überlegen, wegen Springer F3 Schach und Dame schlägt B1, aber noch nicht hundertprozentig funktionabel. F6 deckt den Bauern, König G2 ist auch vernünftig, das Feld F3 etwas zu entlasten. Dennoch finde ich, die Schwarzen stehen etwas besser, weil ich habe diesen Trumpf und der Bauer ist jetzt nicht so stark. Dame D3, zum Beispiel Dame D6 ist interessant. Dann könnte man manchmal an Qualitätsopfern nachdenken. Manchmal, aber noch nicht sofort. Aber Dame D6 sieht trotzdem ganz vernünftig aus. Wird auch eventuell zum Zug F5 vorbereiten. Deswegen, und den Zug B5 und D4, weil wenn man den angreift, dann ist der D5 Bauer wackelig. Das heißt, ich finde hier Dame D6 toll. Okay, es kam der ist auch logisch, denn man möchte natürlich immer den Freibauern mit einem Springer blockieren, denn wir wissen alle, Springer ist die beste Blockadefigur. Jetzt etwas, muss man sich in Acht nehmen vor Angriffen auf den König. Deswegen vielleicht ist auch der Zug Springer F5 etwas unglücklich gewesen, weil die Dame nach G6 kommt. Jetzt kam Springer E7. Ist zwar noch alles möglich und man deckt die wichtigsten Felder. Und jetzt zum Beispiel Dame D6. Die muss man irgendwann ziehen, weil ich finde sie auf B6 nicht mehr so funktionabel. Aber vielleicht sieht das Katja ja anders. Dame B3 ist auch spannend. Denn dann droht Turm schlägt D5, weil die Dame auf D3 nicht gedeckt ist. A5, okay. Jetzt vielleicht Dame B3, ja. Oder man schlägt erstmal und macht Turm C8. Auch interessant. Springer schlägt D5 ist noch nicht möglich. Jetzt schlagen, schlagen. Jetzt droht eventuell Springer B5 und D6. Jetzt nicht mehr, aber das war der Plan. Der König musste mal irgendwann aus dieser Diagonale raus. Das hat es jetzt auch getan. Jetzt Springer B5 und D6 ist auf Turm D2. F5. Gut, das ist natürlich jetzt auch, wackeln die Bauern mehr. Jetzt wieder Springer B5. Will sie gar nicht machen. B6, ja. Turm D1, E4, Springer G6, Springer E5 ist auf jeden Fall jetzt die gute Umgruppierung. Man möchte sich nach D3 pflanzen. Okay, Springer E5, Springer B5 jetzt kommt nicht. G5, D6, jetzt kommt der König nach F6. Dort sollte er auch diesen Springer und den Bauern decken. Springer F7 droht ein lästiges Schach, was natürlich immer in Harikas Sinne ist. König F7, B3, interessanter Zwischenzug, Springer schlägt A3. Der F7 spielt keine Rolle. Jetzt wieder Springer E8 Schach, würde ich vermuten. G4, F4, Turm F5, König G6. Turm D5 und der Springer muss ziehen. Springer B4, das sah jetzt nicht so gut aus, was Harika gemacht hat. Jetzt natürlich kann man auf E4 nehmen.
und in dieses Springer-Endspiel einwickeln, denn letztendlich werde ich mit E3 erstmal ziehen müssen. Das ist ihr Trumpf, aber der nützt nicht so viel. Jetzt droht D7, das muss man aufpassen. Gut, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine ziemlich remisliche Geschichte. Springer E4, Springer D4 Schach, Springer C2. Ups, den hat man eingestellt. Springer F3 und B5. Das war jetzt nicht clever. Jetzt gewinnt Weiß. Weil man kann beide Bauern nicht aufhalten. Na gut, jetzt schon wieder schon, aber das war eben gerade ziemlich unnötig. Und sie hat es wieder geschafft. Wahnsinn! Das war jetzt wirklich Glück für Katharina Lagnow, denn ja, das war gerade verloren, vorne bis hinten. Da waren jetzt auch die Nerven mit dem Spiel ganz klar. Und wieder sehen wir die Pörp-Verteidigung. Ist ganz interessant, weil wie gesagt, es ist Katjas Heimvariante. Wird aber hier von Harika gespielt. Aber manchmal ist das eigentlich auch gut und eine gute Waffe gegen das zu spielen, was die eigene Gegnerin bevorzugt. Harika steht immer noch mit einem Punkt vorne, aber es ist natürlich jetzt nicht besonders viel, vor allem es sind noch 38 Minuten in dieser Rubrik. B5. Die Idee von A4, B4 ist manchmal mit C3 dann genau diesen Punkt wieder anzugreifen und die Bauernkette zu schwächen. Denn Weiß hat noch nicht rochiert und wird höchstwahrscheinlich kurz rochieren, um dann strategisch vielleicht auch gegen das Feld zu spielen, dann ein bisschen Druck zu haben. Jetzt kann man auch überlegen, mit C4 zu schließen, wenn man C5 schafft, ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee. Zum Beispiel Springer D7, denke ich, ist fast Pflicht, weil wenn man C5, selber C5 ist auch interessant. Aber jetzt natürlich ist komplett der Damenflügel zu und Weiß hat vielleicht ein bisschen mehr Druck am Königsflügel. Sie hat geschlagen und damit natürlich, ja, mehr Druck auf der D-Linie, vor allem auf dem Bauern auf D6. Dafür aber das Feld C5 eventuell für ihre Gegnerin an einigen Stellen überlassen. Das Feld D5 kann man gerade nicht ausnutzen, deswegen ist das hier nicht relevant. Falls Springer C5, dann einfach Läufer C2, denn man muss sich echt ein bisschen Gedanken machen. Turm E8 kann man immer mit Läufer F8 jetzt den Bauern decken. Das ist also auf jeden Fall eine ziemlich clevere Sache gewesen. Jetzt zumindest muss man sich keine Sorgen machen, dass der mal weg ist. Und die Idee von Schwarz, wenn sie es schafft, eine Umgruppierung Richtung D4 ist auf jeden Fall gut. Läufer H6 fixiert den Bauern, aber der ist gar nicht so wichtig. Denn letztendlich, man kann zum Beispiel mit Dame B6 den einfach opfern. Aber selbst wenn man den nimmt aus weißer Sicht, sind die schwarzen Felder etwas wackelig. Die Alternative ist zu nehmen. Da muss man sich aber vor Springer G5 in Acht nehmen, weil dann die Dame auf H6 auf H7 strahlt. Aber dann haben wir auch Dame F6 und dann Dame G7, aber der D6 ist weich. Also keine einfache Entscheidung für Katharina, für Harika hier. Springer F8 sagt sich, es droht nichts. C5,
durch die Gegenüberstellung auf jeden Fall interessant. Kann auch. Springer D4 ist auch spannend. Kann nicht. Das läuft natürlich in irgendwelche Tempozüge wie Springer G5. Auch wenn sie noch nichts bringen. Aber es gibt doch, es gibt vielleicht ein paar Tricks. Zum Beispiel, man spielt Springer G5, Turm F6, dann schlägt man, dann schlägt sich alles, bis die Dame auf D6 steht und dann Springer H5, weil die Dame hängt. Aber okay, Läufer D3 mit der Idee Läufer C4 auch spannend. Also hier ist es langsam richtig kritisch für Schwarz, denn sie muss sich hier sehr genau verteidigen und das ist nicht so einfach. Der aktuelle Punktestand, den kann ich natürlich einblenden. Doch, der ist eingeblendet. Du siehst den, neben den Namen Kokosnüsschen. Bei Katja steht eine 1 und bei Harika steht eine 2. Es steht 2:1. Und das ist das Halbfinale. Das heißt, die Siegerin von diesem Finale wird, von diesem Match wird ins Finale einziehen. Und dann ist die Frage, wie das andere chinesische Match ausgeht. Jetzt geht Springer F5. Ob es gewinnt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht wegen Dame F6. Springer H5 ist aber etwas kritischer. Denn jetzt gibt es gegen das G7 keine Verteidigung. Also ich glaube, die Partie ist damit zu Ende. Denn nach Springer E6, um das zu decken, kommt Läufer E6. Und durch die Gegenüberstellung gibt es hier auch keine Verteidigung. Also ich glaube, an der Stellung nach Läufer H6 hat meines Erachtens Schwarz den Faden verloren. Hier denke ich, ist eine gute Idee, einfach das Ganze zu ignorieren, zum Beispiel dann mit B6 zu machen. Aber okay, Springer H5, okay, wir gehen mal wieder zurück. Also das ist die kritische Stellung. Hier denke ich, ist Schwarz noch völlig in Ordnung. Aber nicht auf die Art und Weise, wie sie es gemacht hat. Das war nicht so clever. Vielleicht auch schlagen, war gut, aber dann Dame F6 spielen. Einfach aus dieser Gegenüberstellung rausgehen, dann geht auch C5 nicht. Und dann ist alles halb so wild. Thank you. Let's have a break. 5 minutes. So, jetzt gibt es erstmal eine Pause von ein paar Minuten. Das heißt, ich mache die auch, damit ich wieder was zu trinken bekomme. Und wir sehen uns dann nach der Pause. Thank you.
So, es wird das auch gleich jeden Moment weitergehen. Irgendwas ist jetzt mit den Kameraeinstellungen etwas anders. Und hat sich wieder mal verschoben. Wunderbar. Die Spieler haben ihre Kamerasichten geändert, was natürlich sehr hilfreich ist, weil ich alles von neu machen kann. Harika, doch, jetzt stimmt es wieder. Can you take your camera just a little bit more down, like last time? A little bit more. A little bit more, yes. And to the side. Yes, perfect. So now when you lean in, we can see. Thank you. We are starting in 30 seconds. Harika will be white in game 5. I will issue the command and then you will just keep rematching. Okay. Okay, we are starting now. Katharina, your second camera went off. Das hat wieder Harika ihre Kamera geändert. Das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, now it's working. Yes, we should start. Mm-hmm. Okay. Thank you, we are starting. Good luck. So, und jetzt müsste es mit den Kameraeinstellungen auch wieder ganz gut aussehen. Und wir sehen die nächste Partie, diesmal wieder ein Sizilianer und wieder eine Abwandlung mit G3, was wir bereits in Partie Nummer 1 gesehen haben. Und jetzt D5, die aggressivere Fortsetzung. Vielleicht ein kleiner Tipp von ihrem Ehemann Alexander Krischuk, der zu den Besten der Welt gehört. D4. Eine Art Tara-Stellung haben wir jetzt, denn wir spielen mit einem isolierten Bauern, Isolani auch genannt. Die Idee bei Isolani ist natürlich immer, einen Vorposten auf D4 etablieren, hier mit Springer B3, Springer D4, ganz gut realisierbar. Und Figuren tauschen, je mehr man tauscht, desto einfacher für den Weißen oder denjenigen, der gegen den Isolani spielt. H6. Indirekt schon gegen Läufer G5 gerichtet, Springer B3, Läufer B6, Springer D4, Springer C6, H3, Turm E8 und C3. Wie gesagt, Vorteil eines isolierten Bauern ist, er hat oftmals sehr viele offene Linien zu bieten, sieht man hier auch, denn ein isolierter Bauer hat keine Freunde links und rechts. Dann das Feld E4 und C4 kann man leicht unter Beschuss nehmen und hier natürlich, auch wenn man einen schlechten Bauern auf D5 hat, hat Schwarz eine ganze Menge Druck. Und das ist etwas, was Katja liegt und was Harika nicht so gerne hat. Weil ich kenne ja beide sehr, sehr lange, schon seit über 20 Jahren. Und zurzeit steht es 2-2. Aber noch eine ganze Menge Partien in der Kategorie. Und zwar haben wir noch 30 Minuten hier beim Timer, ehe hier es zu Ende geht oder auf die Kategorie 3+1 wechselt. Dame D3. Jetzt ist die Frage, wie soll Schwarz weiterspielen? Man kann mit Dame F6 gerade, würde ich das sagen, den Druck auf D4 etwas verstärken. Dann zum Beispiel Läufer D7, Turm C8. Manchmal Ideen wie Springer A8 und Springer C4, die sich anbieten auf jeden Fall. Und man muss auch vor Springer schickt G3, FG3, Entschuldigung, FG3 und Turm schickt E3 ein bisschen Acht geben. Noch droht es nicht, aber wer weiß, es könnte ja vielleicht mal relevant sein. Ich vermute hier, okay, Springer E7, interessant, Umgruppierung des Springers eventuell nach F5, um dann mit dem Läufer zu kommen, oder nach G6, was er da will, weiß ich allerdings nicht. Man kann auch manchmal auf H5 und über H5 H4 nachdenken. Läufer D7. Eine Idee vielleicht A6, um zu tun, als würde Läufer B5 eventuell mal zur Debatte stehen.
Springer F5 auch auf jeden Fall interessant, vor allem wenn man A6 stehen hat und Läufer B5 zusätzlich als Option gegeben hat. Jetzt möchte, also Weiß möchte tauschen, ganz klar, Schwarz möchte das nicht. Wenn ich allerdings nicht tausche, kommt der Läufer nach D4. Und das ist vielleicht doch ein bisschen unangenehm. Wahrscheinlich muss ich den Tausch zulassen, allerdings nicht einfach wie, weil der D5 fängt, falls ich mit dem Springer umgruppiere. Keine einfache Entscheidung, aber es kam trotzdem Springer F5. Jetzt ist die Frage, kann ich schlagen und kann ich hier schlagen? Dann hängt es auf G3. Dadurch, dass es gefesselt ist, macht aber nichts, weil es auf D7 hängt. Aber dann kann ich mit Turm D8 so tun, als ob ich eine ganze Menge, das heißt nicht so tun, als ob, aber ich denke, ich kriege eine ganze Menge Gegenspiel. Also es ist eine ganz heiße Kiste, völlig unklar, ob damit D5 funktioniert. Aber ich würde wirklich wetten, es wird nicht kommen, weil Harika nicht die typische Spielerin, die sich auf solche Verwicklungen einlässt. Ich denke, wir werden Springer D4 sehen. Aber ich würde gegen Dame Schick D5 wetten, obwohl es objektiv natürlich vermutlich gehen könnte. Sie hat genommen, das ist für mich überraschend, also hat sie doch etwas gerechnet. Jetzt muss man natürlich die Variante Springer G3 rechnen, Dame schlägt D7 und dann zum Beispiel Springer schlägt F1 oder der Zwischenzug Turm D8. Alle anderen Züge, denke ich, funktionieren nicht, weil ich muss den decken, der hängt auch. Ich kann zwar Springer F6 machen, aber dann habe ich einen Bauer gegeben, dann kommt Dame D4. Und dann vielleicht Dame B2. Doch, es gibt andere Möglichkeiten. Also Alternative Nummer 2 ist, nee, Springer F6, Dame D4 klappt gar nicht. Also Springer F6 ist auf jeden Fall gut, weil der D3 nach wie vor hängt. Und vielleicht hat den Harika gar nicht gerechnet. Springer F6 ab, Dame B3 funktioniert noch. Jetzt könnte man mit Läufer B5 den Damentausch verhindern, sodass man hier schlagen kann, weil das sofortige Schlagen klappt nicht wegen Dame B6 Zwischenzug. Und nach Läufer B4 zumindest, nach Läufer B5 provoziere ich C4, aber der Damentausch wird dann trotzdem passieren. Ich bin gar nicht sicher, ob es noch eine andere Möglichkeit hier gibt. Vielleicht hat Harika doch Springer F6 gesehen und hat sich mit Dame D3 als Variante begnügt, was natürlich sein kann. Schwer jetzt, was kommt. Sehr schwer. Dame C7. Interessant übrigens wäre gewesen, Läufer E6 zu machen, den Damentausch zuzulassen und dann mit Läufer C4 einiges zu tun. Jetzt hat Weiß einfach einen weniger und sie opfert trotzdem. Interessant, denn H3 hängt. Das heißt, nach FG muss kommen. Alles andere macht wenig Sinn. Dame schlägt G3, droht, Läufer schlägt H3. Ob es ausreicht, weiß ich nicht, aber prinzipiell hat sie kaum eine Alternative. Aber Kompensation hat Schwarz allemal. Springer E2, jetzt muss sie damit zurück. Naja, vielleicht hat sie doch nicht so viel Kompensation, weil ich eigentlich dachte, dass es keine Verteidigung gegen Läufer H3 gibt, aber die gibt es scheinbar doch. Naja, man hat ein bisschen Kompensation, aber wirklich hauchdünn. Und die Zeit von Harika ist schlecht, aber sonst sehe ich eigentlich keine großartigen Vorzüge für dieses Opfer, was sie gemacht hat. Turm E3, eine Möglichkeit aktiv zu werden, vielleicht keine schlechte, denn der Springer kann nicht ziehen, zumindest nicht nach F4. So, Turm E3 gefällt mir gut. Die Idee ist einfach Turm E8, Dame C5, K5
Kann man machen. Die Idee ist da mit G5, um dann auf E3 und H3 zu schielen. Also auch kein schlechter Zug. Das Gute ist, wenn man sowieso Material weniger hat, ist es egal, ob man dann eben zwei Bauern oder drei Bauern eine Figur weniger hat. Das heißt, hier der Bauer auf G7 spielt keine Rolle. Denn letztendlich muss Katja Lackner sowieso irgendwie beweisen, dass sie Kompensation hat. Und das positionelle Opfer auf F6. Und jetzt schlägt sie auf B7. Auch interessant, nimmt nämlich ein bisschen den Biss aus der Stellung. Jetzt hängt es hier, man kann den natürlich decken. Ich frage euch nur gerade, wie. Vielleicht von D8, ich sehe gar keine richtigen Alternativen. Schön ist es nicht. Läufer H3 kann man überlegen, funktioniert aber nicht wegen Läufer H3, die Dame auch immer nach G2 zurück kann, also Turm D8. Und jetzt geht die Dame zurück Richtung Deckung. Läufer B5 vielleicht. Der F6 spielt nicht so viel die Rolle. Dann kann man zumindest versuchen, hier etwas zu erwirken. Ja, Läufer B5 kam. König H1. Auf E zu schlagen bringt erstmal nicht so viel. Aber was sind die Alternativen, ist mir auch nicht so klar, weil eigentlich, okay, materialmäßig gesehen hat Weiß ganz klar die Nase vorn. Wie schlimm es ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber ich glaube eben, hier nach König H1, eventuell war Tom Flick D4 interessant. Und nach CD4 Dame B4. Aber dann gibt es wahrscheinlich das Zwischenschach auf G3 und man deckt den Turm. Also es klappte nicht so, wie ich es mir dachte. Läufer E2. Oho. Das sieht nicht gut aus für Katja. Jetzt kommt der Springer nach F5. Ich sehe keinen kommen. Springer E6 und das war's. Aus die Maus. 3:2 für Harika, aber heißt ja nicht viel, die haben ja noch einige Partien. Das wird auf jeden Fall wieder ein ziemlich enges Match. Das ist klar, Karo Kann von Harika spielt sie eigentlich nicht so oft. Daher überraschend. Dame E3 ist natürlich ein polaktisch guter Zug, deckt den. Und sie will dann später den schlagen. Läufer B4, das wird jetzt eine spannende Kiste. Springer E4, Läufer B4, Springer D2, eine Möglichkeit. Gibt es eine andere Möglichkeit? Also schlagen, denke ich, ist zu früh. Und jetzt lange Rochade vermutlich. Oder Dame G3 auch interessant. Aber nee, Dame G3 vielleicht nicht so interessant. Da kommt Dame Flip D2 und Springer E4 Schach. Das muss nicht sein. Läufer D3. Okay. Und wahrscheinlich rochiert sie auch kurz. Alternativ ist auch C3 als Möglichkeit, um die Struktur zu festigen und Springer C4 als Option zu haben. Aber so viele Alternativen gibt es nicht. Ja, Linia Malole, solche Matches sind immer sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn man beide Spielerinnen gut kennt. Was denkt Katja hier? Ah, ich muss das mal gucken. Es ist natürlich wieder, die Bilder sind wieder falsch, ich muss wieder ändern. Jetzt passt es wieder von den Bildern her. Rochade, das war eigentlich zu erwarten, weil im Endeffekt auf die lange Seite möchte man nicht, weil es dann eben schon hier einen Kontaktpunkt mit B5, B4 gibt, muss nicht sein. E5,
versucht den Raum zurückzubekommen, denn hier in der Stellung hat Weiß durch den Bauern etwas Raumvorteil. Mit E5 versucht man das Ganze auszugleichen. Springer C4 und jetzt der Zwischenzug E schlägt D4. Springer A5 kommt Schlagen auf E3, Springer B7 einfach auf B8 genommen. Das hat aber trotzdem Katja hier etwas positiv gestimmt. Interessant, weil ich hätte nicht gemacht, aber wer weiß. Weil der B2 auch hängt. Man kann dann auch den A5 nehmen, also es ist keine klare Geschichte. Die Frage ist auch, ob E schlägt F2 nötig ist, aber Bauer ist alles mal Bauer. Deswegen kam nicht. Jetzt könnte sie es immer noch machen. Also ich würde nehmen, bevor er weg ist auf E3, ganz klar. Turm B2, Springer C6. Will sie nicht. Jetzt Springer D3, CD3. Das ist natürlich eine Konstruktion, die ist stärker als diese. Deswegen versucht auch Erika sofort, diese Konstruktion zu zerstören und Instabilität zu schaffen in der Baustruktur. Ich kann natürlich jetzt nehmen. Dann wird hier genommen, denke ich, und Turm B5 gespielt und der C5 ist dann auf verlorenen Posten. Das war eine Möglichkeit. Der geht vielleicht auch. Aber jetzt hat man nach Turm Flick C5 zumindest die Problematik, dass der gefesselt ist. Wobei Springer D3 droht. Eigentlich bin ich gar nicht sicher. Vielleicht war Turm F5 sogar nicht so korrekt. Aber nach Turm C5 kann man Turm E5 machen. Und nach Turm E5 Springer C6. Ich glaube, das waren Herr Rikas Intentionen. Und dann spielt man natürlich mit dem Läufer gegen den Springer keine schlechte Kombo. Aber auch alles andere als klar. Die Alternative, die sie hat, ist wahrscheinlich zu nehmen und Turm B5 zu machen. Unklar, was besser ist. Aber ja, Turm C5 droht Springer D3. Aber dann nach Turm C5 kommt wahrscheinlich Turm E5 mit Springer C6. Ich sehe gar keinen anderen, denn es droht ja Springer schlägt D3 mit Materialverlust und der hängt auch. Jetzt Turm E8, irgendeiner wird genommen und jetzt wird dieses Endspiel gespielt. Wo ich zwar nicht irgendwie einen Vorteil sehe, aber vielleicht Turm E1 mit der Idee Turm E7. Etwas angenehmer für Weiß, aber ich denke objektiv keine Chance auf Sieg. Jetzt droht Turm A5, naja. König F8 weiß ich nicht, ob das so clever war. Denn mit dem Turm auf A5 wird es ein bisschen unangenehm. Der Springer hat auch wenig Perspektiven. Das ist immer typisch, wenn ein Läufer gegen Springer spielt, steht, ist es immer so, dass es dann immer besser ist für denjenigen, der die bessere Leichtfigur oftmals hat. Und der Springer ist jetzt gerade in seiner Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt. Also Weiß steht etwas besser, aber es ist natürlich noch ein sehr weiter Weg bis zum Sieg, wenn es überhaupt gewonnen ist. Aber ein bisschen die Nase hat Weiß vorn. Außerdem droht der Springer C5. Dann kann man den schlecht retten. Läufer F5, D6. Also man kann auch überlegen, okay, Läufer E2 macht Sinn. Springer D7 klappt nicht. Den Springer zu ziehen kann man, aber dann zieht der Bauer auf C4. Aber so einfach ist es auch nicht für Weiß voranzukommen. Ich sehe zumindest nicht wie. Also wenn man die Türme übrigens tauscht,
glaube ich nicht, dass Weiß irgendwelche Chancen auf Gewinn hat, denn der Springer ist eine sehr, sehr gute Blockade und Festungsfigur. Das heißt, man wird dann mit dem König auf E5 und dem Springer auf C5 gar nicht erst in die weiße Stellung gelangen. Jetzt König E5. Nach Turm hier, ja, Turm D7, aber das, der Turmtausch nützt, den nützt Weiß nichts. Also wenn Weiß die Türme tauscht, kann man sofort das Remis unterschreiben. Denn wie gesagt, nach Turm D7 zum Beispiel Springer D7, König D4, Springer C5, du kommst nicht so einfach in die Stellung rein. Deswegen Turm A8, die Türme werden auf dem Brett behalten. Aber jetzt vielleicht König E5 oder das Schach ist auch in Ordnung. Und jetzt König E5, man versucht jetzt hier reinzugehen. Eine Möglichkeit. Will Harika nicht, weil sie muss natürlich auch ein bisschen vor den Freibauern sich in Acht nehmen. König E5. Dann vielleicht König E3. Aber dann Turm C7. Oder sofort Turm C7. Eigentlich gefällt mir die Stellung von Schwarz bereits ganz gut. Denn die Figuren sind irgendwie von Weiß nicht so ideal koordiniert. Läufer A8. Jetzt König E5. Springer F7 und Springer E5 Schach. Ja, der Springer ist eine ziemlich trickreiche Figur. Jetzt kann ich auch H7 nicht nehmen, weil nach Springer E5 etwas schwindet. Und zwar mein Turm. Dennoch Springer E5 Schach. Turm C7. Es droht Springer E5 Schach. Der D2 ist reich. Vielleicht Turm B7, aber dann Turm B7 ist vielleicht eine gute Möglichkeit, jetzt doch die Türme zu tauschen, weil das schwarze Spiel wird zu aktiv. Turm G4, will Turm D5 Schach machen. König D2, kommt Springer C4 und Springer schlägt A3. Ist schon ein Bauer weg. Vielleicht König D4, aber dann kommt Turm C4 Zwischenschach. Bringt auch nichts. So, Katja hat gerade einen Bauer eingestellt. Turm C4 Schach. Jetzt kann man sogar Turm C3 Schach geben. Und dann kommt König E5. Das heißt, man kann jetzt hier schlagen auf C2. Und Turm A5 vermutlich. Geht nicht wegen Springer C4 Schach. Das hat sie nicht clever gemacht, die Katja. Und das war's. Ah ne, es kommt König C2. Kam nicht. Springer C4 Schach. Moment, Moment, Moment. Hier Springer C4 Schach. Springer C4 Schach geht noch gerade so König D3. Okay, Springer fliegt A5. Na gut, aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Springer F7, Läufer D5, Springer E5, König G5. Naja. Das andere wäre einfacher. Jetzt kommt doch das Endspiel, aber jetzt wird es etwas kritisch. Denn jetzt ist der Läufer natürlich die überlegene Figur. Das hat Harika nicht clever gemacht. Das Problem ist, nach H5 kommt König F6, der G6 ist weg. Und jetzt hat auf einmal Schwarz-Weiß sehr gute Chancen. Man kann Springer C4 machen. F4, interessant. Und F3. Naja, aber das ist der H-Bauer. Die Frage ist, und sie hat, das, der Witz ist, sie hat den richtigen A-Bauern, denn selbst wenn ich jetzt die Figur opfere, ist das der richtige A-Bauer. Sie muss A4 machen, um den dann über E8 zu halten. Das geht natürlich erstmal auch, weil jetzt ist das Feld B3 unter Beschuss. König E3, A4, das ist richtig. Und jetzt einfach erstmal König oder Läufer E4, das ist verloren. Das ist jetzt, denke ich, ganz klar verloren. König G4, Springer und dann Läufer C6. Das ist vorbei. Vor allem der Läufer deckt wunderbar die Felder. Das hat Schwarz wirklich unclever gemacht. Und das war eigentlich alles schon, als er die Qualität hätte nehmen können. Eigentlich die Qualität mit Springer C4 Schach, was ich euch gezeigt hatte.
Letzter Trick mit Springer G6 Schach, funktioniert aber nicht. Und es ist vorbei. Was für ein Sieg. Das ist eine bittere Pille, die Haruka jetzt schlucken musste. Und damit gleicht Katja Lacken nur wieder das Match aus und steht 3:3. Und wir sehen erneut einen Timer auf. Ich habe mal die Bretter gedreht, damit sie da bildmäßig passt. Das war jetzt wirklich eine bittere Pille für die Inderin zu schlucken. Das war völlig unnötig, der Verlust. Aber so ist es halt. Im Blitzschach ist manchmal alles möglich und ich weiß, wie bitter es ist, solche Pillen zu schlucken. Springer B3 lässt sich nicht auf irgendwelche Sachen ein. Jetzt ist natürlich die erste Frage, kann man hier schlagen und Springer E4 machen? Eventuell, eventuell nein. Muss man nicht haben, jetzt wird rochiert. Ein sehr guter Zug, um eine Provokation mit F3 zu erzeugen, denn dann sind die schwarzen Felder schwach. Vor allem, wenn Schwarz mal D4 spielen will. Deswegen lässt sich Weiß auch auf diese Provokation nicht ein. Und jetzt wird wahrscheinlich Ende der Läufer gezogen. Nach D6 zurück, das macht Sinn. Oder man sagt sich, man drückt weiter auf diese Festung drauf. Denn jetzt nach Schlagen, Schlagen wird der D3 attackiert und dann hängt der wirklich mal. König H1. Und der Läufer zieht. Wohin zieht er? Das ist eine gute Frage. Hat keine guten Felder. Vielleicht H5 und G6 macht Sinn. Läufer D7 geht natürlich auch. Springer B4. Jetzt kommen wir das Positionsspiel raus. A5 macht Sinn. Genau, kann auch. Der DA4. Jetzt hat man zumindest das Feld B4. Das ist nicht so schlecht, das zu haben. Dame D2, verhindert Springer F4. Wäre auf jeden Fall interessant. Die Idee von Springer H5 ist nicht nur F4, sondern eventuell danach E6, um dann diesen Kameraden auf D4 etwas zu enthebeln. Dame D2, jetzt könnte man darüber nachdenken zu nehmen, aber im Endeffekt braucht man das nicht, weil das ist wirklich mein Riesenspringer. Jetzt ruhe ich wieder Springer F4. Und dieser Tausch ist für mich aus schwarzer Sicht ganz gut, weil das ist ja eigentlich mein schlechter Läufer durch diese Struktur gewesen. Jetzt einfach B6, dann ist der nicht mehr hängend, aber es droht C3 und der Springer hat keine Felder. Das hat vielleicht Katja unterschätzt mit dem Schlagen auf B5. Jetzt muss sie gucken, wie sie diesen Springer rettet und ich bin mir gar nicht sicher, dass sie das schafft. Das war zu schnell gespielt. Wenn sie jetzt A4 machen muss, ist das natürlich eine traurige Geschichte und das rettet sie nicht vor dem Schicksal dieses Springers. Das war gerade ad hoc zu schnell gespielt. Nach Läufer B5 darf man nicht nehmen, weil der Springer keine Felder hat. Hier kann er nach C6. Und ich sehe gerade keine Verteidigung aus schwarzer Sicht. Es gibt auch keine Tricks, man kann damit G6 versuchen, um prophylaktisch gegen C3 Springer D3 zu haben. Aber sonst wird's schwer. Sollte man vielleicht Dame G6 spielen. Der A5 fängt allerdings auch. Ich glaube, Katja denkt und denkt, ob sie was findet. Glaube ich nicht. Ja, Läufer B5 war gerade ein kleiner Bock. Und das ist halt manchmal so, man sollte nicht zu sehr auf Intuition spielen im Blitz, denn man kann leicht mal was übersehen und im Endeffekt ist es halt irgendwie total krass, dass der Springer jetzt keine Felder hat. Und ich sehe, ja, vielleicht kann man Turm C8 versuchen, um, na kann man nicht, weil dann kommt auch C3, weil ich wollte Springer C2, Springer C2 und Dame B2 irgendwie als Trick haben. Dame F4, interessant.
Die Frage ist, jetzt natürlich hat der Springer keine Probleme mehr, weil er kann immer nach D3. Das ist halt in Anführungsstrichelchen nur ein Bauer. Aber leider mehr als das, weil jetzt natürlich sich ein Freibauer bildet. War B6 nötig? B6 war nicht nötig, meines Erachtens. Jetzt ist es natürlich noch schwieriger. Man kann mit Springer E6 dann versuchen, den etwas schwächer zu gestalten. Das hat sie auch, aber Springer kommt nach B5. Dann zum Beispiel König F8, König E7. Aber objektiv betrachtet keine guten Aussichten für Schwarz. Absolut keine guten Aussichten. Und wir spielen in dieser Kategorie noch 3 Minuten. Das ist also vermutlich entweder die letzte Partie oder wenn es so schnell zu Ende geht, die vorletzte Partie in der Kategorie 5+1. Na gut, der Springer auf E6 deckt immer noch alles ganz schön, aber okay, Weiß hat einen Bauer mehr und ein Bauer ist ein Bauer. Der König spielt dafür nicht mit. Vielleicht ist es mal sinnvoll, den König über G1 zu aktivieren. Ja, da hast du recht, Gerhard. Das war mit Läuferschick B5 ein Zug, den man eigentlich gar nicht, also den man nicht verurteilen kann, weil man sagt sich, man hat die Chance, einmalig einen schlechten Läufer zu tauschen. Macht das auf. Ja, macht das mit Tempo oder macht das zu schnell und dann merkt man, dass der Springer keine Felder hat. Das kann passieren, vor allem im Blitz. Und jetzt ist die Frage, wie wird er gedeckt? Vielleicht hat ihn gerade Harika wieder eingestellt und der F4 hängt auch. Jetzt sieht es wieder unklar aus. Unglaublich. Unglaublich, wie das jetzt gerade passiert ist. Wahrscheinlich war F4, okay, G6, das sollte man immer, also es gibt so eine Regel im Blitzschach, immer die Figuren auf gedeckten Feldern lassen oder decken, weil sie könnten ja dann hängen. Springer A7, Turm C7. Jetzt zum Beispiel G3 und Springer D4 und der Bauer ist weg. Und jetzt Springer D4 kommt. Da bin ich mir doch sicher. Oder Springer D8, unklar. Beides gut, aber ich finde Springer D4 insofern besser, weil eventuell auch der C2 hängen könnte. Turm D1, okay, jetzt Springer C6. Der wird jetzt genommen. Und dann gibt es... Schön wäre jetzt den Turm über A7 nach D7 zu gelangen, aber das wird sie nicht schaffen. Weil ich natürlich Turm D7 verhindere. D4, sehr interessant. Und jetzt Turm C2, um dann, oder aus Schach, das ist exakter, dann das Schach und man nimmt hier und man wickelt in ein, ja, wahrscheinlich remises Endspiel ein. Turm H2 und jetzt, klar, Turm G3, Turm D2. Turm G2 und es ist Remis und sie starten. Starten sie noch König E4. Dann ist es doch die letzte Partie heute. Denn mit dem Remis hätten sie noch eine Partie gespielt in der 5+1 Section. Jetzt wird das nicht mehr der Fall sein, weil sie in 22 Sekunden ist diese Phase rum. H6 ist gegen die Festlegung G5 gerichtet, ist auf jeden Fall clever. Und jetzt einfach F6. Man möchte F6 selber wahrscheinlich nicht zulassen. So. Es ist auf jeden Fall ihre letzte 5+1 Partie gewesen und danach wird es weitergehen in die 3+1 Section.
Jetzt gibt es diesen bekannten Schatz von hinten. Ich glaube, jetzt ist auch das Bauen ins Spiel wahrscheinlich Remis gewesen. Wollte aber, und jetzt F5 einfach. Und dann läuft der auch. Das spielt Katja jetzt aber wirklich sehr, sehr, sehr riskant. D7. König E5. König C7. F3. Uff, König F5. Jetzt nach Turm E8 kann man erstmal ein paar Schachs geben. Ist vielleicht nicht so verkehrt, wobei nicht sicher. Wahrscheinlich sollte man F3 machen. Es droht Turm C5, Turm D5. Aber ich kann nach Turm C5 immer König E4 machen. Also Turm C2 habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist ein extra Tempo und das war nicht nötig. König E4 oder König F4, das ist jetzt Remis. Da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln. Und F2. Und das war's. Und es ist, wie bereits Thank gesagt, you. This Remis. Is the end of und the first jetzt gibt es wieder eine Pause. We have a 5-minute break. Und danach geht es in die 3+1 Section weiter und ich würde auch die Pause nutzen, um etwas auszuprobieren.